Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier im 150. Teil meines Car Mechanic Simulator 2018 Let's Plays. Heute möchte ich euch ein ganz, ganz besonderes Fahrzeug repräsentieren, beziehungsweise euch mitteilen, was heute gemacht wird. Und zwar diesen Ford Mustang Stock Car wird heute auseinandergerupft und wieder neu aufgebaut. Es handelt sich hierbei um einen Stocker-Wagen mit nicht einmal ganzen 7000 Kilometer und komplett hinüber, wie man sieht. Also der Wagen ist wirklich Schrott und auch vom Schrott geholt, genau. Dann, um unnötig Zeit nicht zu vermeiden, legen wir los. Jo. So, ja, dann beginne ich jetzt einfach mal mit der Demontage, einfach querbeet. Lege ich mal los. Ja, so wie es aussieht, ist alles zerlegt. So, ja. Ist wirklich eine absolute Seltenheit, weil so einen Stocker-Wagen habe ich noch nie gehabt. Und ich vermute, dass der Wagen richtig, richtig gutes Geld bringen könnte. Da ich ja um die 90.000 für ihn bezahlt habe. Und 90.000 für einen Schrotthaufen, also oder 87.000. Und dieses Geld für einen Schrotthaufen eigentlich nur darauf schließen lässt, dass dieser Wagen richtig, richtig Kohle bringen wird. Aber das sehen wir natürlich wie immer zum Schluss. Aber ich bin da einfach mal sehr optimistisch. So. Ja, wie sieht's aus? Ja. Der geht raus. Auch, jawohl. Sehr schön. Ja, optimal. Ne? Jo, das sieht sehr gut aus. Ich meine, können wir lassen? Ja. Wenn ich schon mal da bin, nehme ich gleich das Rad auch runter. Zack, zack, zack. Na. Okay, das geht nur von unten. Der untere Querlenker. Also bocken wir den Wagen mal auf. Ach ja, Getriebe hängt ja logischerweise noch dran, deswegen geht's nicht. Aber halb so wild. Kriegen wir auch hin. Ha. Halt. Falsch abgebogen. Thank you.
ne? So. Ja. So. No. Boah, der Wagen ist ja echt richtig fertig. Das ist echt krass. Er ist wirklich fix und fertig, der Wagen. Aber soll natürlich so nicht bleiben. Deswegen wird der Wagen ja schön liebevoll zerlegt. Und wieder neu komplett aufgebaut. Jetzt ist der Wagen eigentlich auch schon fast komplett fertig zerlegt. Das ging jetzt eigentlich sehr schön schnell, weil bei dem Wagen unheimlich viele Teile gefehlt haben. Deswegen ging das jetzt so extrem ruckig zuckig. Ist natürlich mal eine ganz nette Abwechslung, wenn das Ganze mal schön schnell geht. Das Zusammenbauen wird natürlich jetzt mindestens das Dreifache dauern. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja. So, sehr schön. Sieht fertig aus. Gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, dann gucken wir jetzt mal, was eigentlich noch an Teile übrig geblieben ist. Bin ich jetzt echt gespannt. Starterbatterie, okay, die ist irgendwo drin. Ah, der hat sogar zwei Stück davon. Ja, okay, super. Die wird er wahrscheinlich brauchen. Weil ich rechne mal, dass der Wagen sehr stark sein. Naja, wohl nicht einmal so heftig stark. 311 PS Serie heißt, er bringt getuned vielleicht mit viel Glück 450 PS, aber mehr glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Okay. So, dann schauen wir gleich mal. Ja, genau, wegen die Teile. So war das. Okay. Dum, 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 dum. Außenspiegel links ist noch übrig. Das hier, okay. Hallo? Montage, Karosserie. Oh, da hockt ja einer drin. Cool. Ah ja, okay, gut. Weil der Wagen ist halt ziemlich aufwendig aufgebaut, sagen wir mal so. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Teile demontierbar sind, aber es sieht gut aus. Jetzt ist eigentlich alles soweit zerlegt. Dann hole ich den Schweißapparillo. Genau. Und natürlich das Reinigungskit. So. Dann drucken wir mal drauf.
Wow. So, und einmal reinigen, bitte. Ja. Wow, das sieht aus. Hey, wow. Alles klar. Jo, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal zur Werkbank. Und dann schauen wir, dass wir noch ein bisschen was überholen. Ja, sieht gut aus. Super. Montage von Karosserieteilen. Hat jetzt irgendwas drauf gehabt, außer... Moment. Diesen Spiegel hat er gehabt, ne? Ah ja. Ne, der ließ sich nicht mehr restaurieren. Okay. Gut, anscheinend fehlt alles an Teilen, was fehlen kann. Ja. Ah genau. Und Wert haben wir... Hey, 80.000. Die Rohkarosse soll 80.000 wert sein. Das ist ja natürlich echt ja, sehr krass, würde ich mal sagen. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Schauen wir mal. Ja, drei Motoren. Also Motorblöcke hätte ich noch gehabt. Super. Ja. Wie in jedem Fahrzeug, so auch in diesem, kommen natürlich nur Tuning-Komponenten rein. Da ich ja die Leistung noch steigern möchte und somit auch die, der Wert gesteigert wird. Ne? So. Servopumpe. Müsste ich auch vom Tuner haben? Habe ich sogar. Sehr schön. Wo sind wir? Sehr gut. Ich glaube, vorerst bin ich hier motorraumtechnisch fertig. Da kann ich jetzt eh nicht mehr machen. Oh, 130.000 ist der Wagen jetzt schon wert. Ich meine, ich liege ganz richtig mit meiner Vermutung, dass der Wagen richtig viel Kohle wert sein wird. Eine Nummer traue ich mich nicht einmal zu nennen, ganz ehrlich, weil ich denke, wird sehr hoch. So. Ja, Tuning-Getriebe nehme ich natürlich, damit sich die Endgeschwindigkeit abstimmen lässt. Also die Übersetzung kann man dann natürlich schön einstellen. Und das macht natürlich dann noch mehr Spaß, wenn der Wagen natürlich schneller geht. Na, aber jetzt...
Jetzt schaue ich doch mal ein bisschen näher hin. Halt, habe ich jetzt neu verwendet. Moment. Waren das jetzt neue Teile? Schon, ne? Ja. Super. So, was sagt der Wert? Ist das krass, echt. Jetzt habe ich den Preis schon mehr als verdoppelt, echt. Und der Wagen ist nicht einmal fertig. Ah, jetzt habe ich nicht einmal richtig angefangen, so rum. Von fertig sind wir so weit entfernt wie der Jupiter von der Erde. So. Na komm, Gummilagerbuchse. Gehen die Gummilagerbuchsen gleich aus, meine letzte nagelneue. Das ist immer sehr ärgerlich. Ich würde so gerne die alten aufbrauchen, aber der Wagen wird richtig viel wert und dann ja, tut mir es wirklich sehr, sehr leid, wenn ich den Wert dadurch erheblich reduzieren werde, weil das ist wirklich der Fall, wenn man Gebrauchteile bei so einer Restauration hernimmt, dann wird der Wert ziemlich, ja, heftig gemindert. Das möchte ich natürlich vermeiden, so gut es geht. So, gucken wir nochmal. Seht ihr, das meine ich ja, 100, fast 200.000. Krass, echt. Das ist heftigst. Na gut, dann gehe ich mal einkaufen, hole ich mir die Gummilagerbuchsen, ne? Rose. Nicht zu viele, also nur 20 in Anführungszeichen. Ich glaube, die werden jetzt alle sowieso bei dem Wagen drauf gehen oder ziemlich alle. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Na komm. So. So, wenn ich die Querlenker drin habe, dann gucke ich doch glatt mal. Ich glaube, dann könnte ich vielleicht sogar die 200.000 geknackt haben. Ich habe das jetzt irgendwie so im Gefühl. Könnte was werden. Moment, jetzt mache ich nochmal ganz kurz hier die Spurstange und den Spurstangenkopf drauf. Ja, und natürlich, weil es so schön war, gleich hier Koppelstange auch noch. So, und jetzt schauen wir mal. Ja, wie ich es gesagt habe, Wahnsinn. Echt, als wenn ich hell sehen könnte. Also, ja gut, ich habe zufällig sehr gut geraten, besser gesagt. 200.000, Wahnsinn. Deswegen sage ich ja, der Wagen, der wird wirklich richtig heftig wert. Weil für einen Schrotthaufen, also eigentlich kann man sagen, verrostete, vergammelte Karosse mit ein paar Teilen drauf, habe ich ja 90.000 bezahlt. Das ist ja ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass der Wagen richtig, richtig Kohle bringen wird. Und da bin ich jetzt gespannt. Da freue ich mich schon. Aha. Gut. Ja, jetzt brauche ich natürlich wieder Fahrwerke. A. Na. Hab
ich noch irgendwo. Ah, nee, muss ich einkaufen? So, VA, Doppelquerlenker, genau, der ist es. Dann brauche ich jetzt eine unrunde Zahl. Ja, weil einen habe ich ja schon fertig hergerichtet. Deswegen nehme ich jetzt 21 Stück davon. Also ich glaube, Federn und Domlager müsste ich noch auf Lager haben. Von daher alles cool soweit. Wo sind wir? Ah, hier. Ah. Ach, vielleicht hätte ich, ich hätte das andere Fahrwerk vielleicht auch mal herrichten können. Ja. Wer Pech beim Denken hat, so wie ich, und muss dann zweimal laufen. So. Ich könnte ja eigentlich auch schon einen Radsatz besorgen, ne? Wisst ihr was? Ich gucke mal, was da überhaupt vormontiert war. Alter, das kann ich eigentlich vorne sehen. Genau, wenn ich jetzt einfach mal so draufklicke. So, was hat er denn gehabt? 305 und 315. Aha. Oha. Okay. Gut. Dann habe ich schon ungefähr so eine Idee, was ich wieder drauf klatschen werde. Oh. Ja. Dann gehen wir jetzt mal nach hinten. Und mache hinten weiter. Okay. So, lala. Ja, dieses Hinterachssystem, das geht eigentlich sehr schön und sehr schnell zum Erledigen. Das gefällt mir natürlich ganz gut. So mag ich das. Ja, dann würde ich das sagen, sehr schön, ne? Checken wir mal den Wert momentan. Ist das krass und gerade einmal erst zur Hälfte zusammengebaut. Karosserie ja noch gar nicht, ne?
Heftig. Ja, jetzt besorge ich erstmal noch einen schönen Radsatz, hätte ich gesagt. Ja. Bestelle ich denn da Schönes? Ich finde, der Wagen ist so ein, ja, Daytona, ne, so Nesca, Stockcar, sowas in der Richtung, ne? Daytona Black? Weiß jetzt auch nicht. Oder Indianapolis, ne? Sowas in der Richtung hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Wisst ihr was, dann nehme ich einfach jetzt mal die Daytona Black. Oder, nee, nehme ich die silberne, passt. Okay. Wir malen. Im Durchmesser, was nehmen wir denn? 22 Zoll? Ja, 22 Zoll sollte eigentlich reichen. Einpresstiefe nehme ich mal 20. Okay. Und Reifen. Na, logischerweise nur Slick. Hier mal. Ah, nee, Moment, ich muss vorne schmäler. 22. Vorne 325 hätte ich gesagt. Querschnitt mache ich mal 30. Ich glaube 30, das ist so eine gute Zahl. Ja, sollte passen nochmal. Wo mal? Oh ja. Und hinten mache ich 355. Ja. Sollte passen. Und ich habe die falschen Reifen drauf. Oh Mann. Nein, 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 nein. Oh. Ja, bitte demontieren. Was ist jetzt los? Was macht er denn jetzt? Hallo? Hä? Das habe ich jetzt nicht gecheckt, aber egal. Okay. So, ich möchte jetzt den hier mit... ja, genau. Das ist jetzt einmal Hinterachse. Ne, Vorderachse. Sorry, habe jetzt Schwachsinn erzählt. Ja. So, jetzt. Jetzt sieht das Ganze viel besser aus. Wow. Wuchtig, wuchtig, muss ich sagen. So. Boah, die sehen so krass aus. Ich finde die Einpresstiefe so genial. So, 155, genau. Aber wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Fahrzeug. Und vor allem sehr wertvoll. Da 233.000, das ist echt super. Super. So, jetzt müsste dieses Rad eigentlich auch gleich fertig sein. Jo. Oh, watch. Dann machen wir mal. Genau. Wow. Hardcore, echt.
Super. Ne? So sieht das Ganze aus. Ha. Echt wuchtig. Ganz krass. Aber was sagt der Wert? Oh, Leute! 380.000 jetzt schon! Hoho. Das wird eine Goldgrube, Leute. Sehr gut. Okay. Ja, coole Sache, ne? Boah. Echt genial. Ja, jetzt kommen die ganzen Kolben rein. Auch hier benutze ich logischerweise nur Tuning-Komponenten, weil der Wagen, der soll ja und muss ja ordentlich Dampf liefern. So, jetzt hat sich irgendwie meine Maus aufgehangen. Eine Sekunde bitte. So, ja, jetzt sieht es gut aus. So. Yeah. Logischerweise kriegt der Wagen eine schöne Edelstahlanlage. Und schöne Tuning-Zündkerzen. Oh nein, ich habe keine Ventilstößelstangen mehr, Leute. Also, einkaufen. Aber vorher kann ich ja noch die Kolben fertig machen. Hier. Jo, einen haben wir noch im Bunde.
So, Ansaugkrümmer. Auch funktioniert logischerweise. Denn schon. Wenn schon cool, dann richtig cool, würde ich mal sagen. Sehr schön. Checken wir mal den Wert. Oh, Leute, 440.000. Und dabei fehlt eigentlich alles Mögliche noch. Das ist ja heftig. Schön. Echt sehr, sehr schön. Dann gehe ich mal einkaufen. Ventilstößelstange, jawohl. So, jetzt nehme ich mal so 30. Nee, mach mal gleich 40. Genau. Und dann sollte eine Zeit lang Ruhe sein. Hallo. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen, Leute. Glaube ich. Ja, jetzt. Das sieht gut aus. So ist das schön. Passt. Ui, da stimmt ja was mit der Schlüsselstange nicht, die ragte irgendwie durch. Das sieht nach künftig Motorschaden aus. Na komm. Ja gut. So. Sehr gut, einen haben wir noch. Dann sind wir eigentlich auch schon durch. So. Oder ziemlich fertig mit dem Motor, aber ich glaube, Moment, wird auf der anderen Seite. Ah ja, na gut, fertig noch lange nicht. Wie man sieht, das dauert noch so ein bisschen. Na komm.
So. Sehr gut. Gleich ist der Motor fertig. Von oben, beziehungsweise. Wunderschön. Leute, 450.000. Ich glaube, ich spinne. Das ist ja Wahnsinn. Ja klar, genau, jetzt muss ich noch mal kurz den Wagen aufbocken. Und jetzt kommen die Pleulagerschaden. Lagerschalen, jetzt haben wir es. Okay, ich meine, Technik ist soweit fertig, oder? Nein, wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin, genau. Wie 99%? Was heißt denn das? Motorhaube, Starterbatterie. Ach ja, wegen der Batterie. Claro. Kannst du haben? Oh, Batterie 1. Und die 2. Jetzt ist er hundertprozentig wiederhergestellt. Ganz gut. Jetzt haben wir nur noch die Karosserie. Und da gehen wir gleich mal einkaufen. So. Teile Workshop. Jetzt gebe ich mal einen Ford Stock. Sollte eigentlich reichen, meine ich. Ford Mustang Stock Car. Jawohl, genau. Sehr gut. Clamshell Front. Boah. Okay, die Teile kosten was, du. Helmet. Okay, ein Helm. Hallo. So, jetzt Heckklappe. Heckscheibe. Roof flap. Da gehen ja ziemlich viele Teile rein. Paint made separately from body. Aha. Oh, das war jetzt falsch. Schon ein anderes Auto, aber egal. Ja, dann machen wir mal weiter. Wow. Montage Innenausstattung. Nein. Nein. Ja. Ui. So, dann hocken wir mal den Typen rein. Hier hast du den Helm auch wieder. Wow, das sieht ja gefährlich aus.
Echt krasses Automobile. Ui. Wow. Boah, Leute, 650.000 bis jetzt. Ich glaube, ich spinne. Ist das heftig, echt. Ich glaube, ich bekomme noch einen Geldinfarkt. Ist das heiß, echt. Oh. Hallo. Heute noch. Wird das noch was oder nicht? Leute, jetzt habe ich eine böse Vermutung. Ich hoffe es nicht. Ich traue mich es gar nicht auszusprechen. Bitte nicht. Bitte jetzt kein Absturz. Komm. Boah, Computer, lass mich bitte jetzt nicht hängen. Nee, oder? Leute, wisst ihr was? Machen wir einfach mal jetzt erst eine Pause. Ich schaue, dass ich dieses Problem wieder in den Griff bekomme. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, also dann bis gleich, Leute. Sorry. Ah, Moment, oder? Moment. Hallo, 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 hallo. Ah, oh, zum Glück, er läuft wieder. Super. Okay, ich habe keine Frontscheibe, das macht nichts, dann kaufen wir halt eine. Aber ich habe da noch oben diese Clamshell oder Camshell, wie das die Dinger heißen. Clamshell. Nee. Ja, da Clamshell. Da habe ich noch so ein Clamshell. Coole Sache. Wow, haha. So, kippen mal Öl schon mal rein. Und dann kommt noch die Motorabdeckung drauf. Aber lala, wunderbar. Jetzt weiß ich nicht, was der Computer hat. Jetzt hat er so ein bisschen zum Spacken angefangen. Aber ich hoffe, das kriegen wir jetzt wieder hin. Komm, Butter, lass mich nicht hängen. Scheibe. Da spinne ich jetzt. Hinten, hä? Ja, sag mal, hat er keine Frontscheibe oder was? Das gibt's ja im Moment. Außenspiegel, Klemmschell, Heckscheibe, Karosseriescheibe, links, rechts, Kotflügel, Motorhaube, Türscheibe. Vorderteil, Türscheibe, Chrysler. Ja, das ist jetzt natürlich. Moment. Jetzt gebe ich mal nur einen Mustang. Vielleicht wird das irgendwie anders geführt hier. Schauen wir mal. Hallo. Ah, nee. GT, das ist so ein alter. Stocker Heckscheibe schon wieder. GT.
Ich kaufe jetzt mal so eine. Ob die was bringt, weiß ich nicht. Ha. Leute, das ist jetzt echt schwierig. Es gibt keine. Sehe ich das jetzt richtig, oder? Ich meine ja. Heck. Ja. Naja, dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie gefixt bekommen. Boah, bitte jetzt nicht schon wieder so tun, wie als wenn du abschmierst. Komm, mach mich nicht schwach, Freundchen. Er tut schon wieder so. Echt, das gibt's doch nicht. Was hat er denn jetzt? Es lief doch alles so schön, Mensch. Jetzt muss ich hier einen auf Remi Demi machen, oder was? Wieder gar nicht. Hallo. Hey, heute noch. Hallo? Was hat er denn jetzt? Keine Ahnung, was er jetzt hat. Achso, okay. Ich habe kein passendes Teil. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Moment. Jetzt vielleicht finde ich das jetzt. Oh, okay, so nennt sich das. Car. Wow. Nee, da stimmt was nicht. Muss ich das jetzt echt so suchen, oder was? Hä? Edbob? Das wird wahrscheinlich dieser Mod-Entwickler, dieser Designer sein. Aber warum findet er jetzt die Frontscheibe nicht? Da wir das nicht drin haben normalerweise. Nee. Moment, jetzt gucke ich doch noch mal schnell da hinten nach. Also diese Ladezeiten, die sind ja echt kriminell. So, Front. Moment. Was ist, wenn ich jetzt Ford Mustang 219 NASCAR eingebe? Passiert dann irgendwas? Schauen wir mal. Oh, bitte, komm, mach hin. Hallo. Mann, was hast du denn jetzt? Kannst du nicht einfach diesen bescheuerten Befehl ausführen, wenn ich dir so... Leute, es tut mir leid, aber irgendwie die Windschutzscheibe gibt es nicht. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann muss er halt eben ohne Windschutzscheibe fahren. Ja, so ist es, Leute. Gut, dann soweit so gut. Sind wir eigentlich fertig, meine ich, ne? Ja, und dann bringen wir den Wagen in die Lackiererei, logischerweise. Ui. Mhm. Hey, das schaut ja cool aus. Machen wir. Boah, das ist ein Fresh Mint, ha? Absolut.
Ja, dann auf geht's zum Motorprüfstand. Ich hoffe, er läuft. Ja, schaut zumindest sehr gut aus. Wenn er sich rüber bewegen lässt, dann heißt es, dass eigentlich alle Teile normalerweise vorhanden sein sollten. So, und dann gucken wir mal. Noch schnell ein Foto machen fürs Thumbnail. Ne? So. Ja. So, ne? Ja. Sogar der Fahrer wurde eingefärbt. Ist das cool? Ja, warum nicht? Ja, super. Machen wir. Und go. Okay. Und? Ja. Hey, super. Das ist ja super. Okay. Kann man echt nicht sagen. 85,96% Diff Wert, das ist echt spitze. Jetzt hat doch echt tatsächlich der Wagen 578 PS. Cool. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt da einer drin hockt, kann man überhaupt noch eine Probefahrt machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Nö, eine Probefahrt ist auch nicht möglich. Leider nicht. Nee, geht echt nicht. Ja gut, Leute, dann können wir eigentlich das Ganze ziemlich abkürzen und wir gucken uns gleich mal den Wert an. Lieber Ford Stock Car, wie viel wert bist du? Boah, Leute, 700.000 Dollar. Das ist krass. Und ich bin... Moment einmal, noch nicht einmal fertig. Aha, Moment, Moment, Moment. Da. Da fehlt noch was. Ne? Und? Da hinten fehlt noch, glaube ich, was, ne? Leute, ich habe keine Ahnung, was noch fehlen soll. Wisst ihr was, wir belassen es einfach. Das reicht. 700.000, ich bin zufrieden. Mehr als genug. Hey, das ist ja spitze. Ja, Leute, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen der heutigen Episode. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mich natürlich liebend gerne abonnieren und auch Glöckchen drücken nicht vergessen, denn dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch am Start habe. Als nächstes... ja, was machen wir da? Ich habe keine Ahnung. Lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Irgendwas findet sich auf jeden Fall noch. Ich habe weit über 130 Fahrzeuge auf Lager. Da findet sich immer wieder eins. Super, sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und bis bald. Ciao, ciao.